Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind hier in den Zwerggräbern, also wirklich in den Gräbern zugange. Das ist so eine riesige Festung. Ich muss hier so eine Siegel auf jeden Fall sammeln. Was ist das jetzt hier? Drei Stück. Nee, warte mal, wie viel fehlen uns noch drauf? Doch, drei. Ja, oben steht es ja auch. Was hat mich da so lustvoll angepinkt? Wie jetzt, oh was? Und hier ist irgendwie auch nochmal... Also ich dachte erst, das wäre ein Rätsel hier, ne? Ich habe hier zwei Runen aktiviert, die eigentlich keine Runen sind. Und hier ist wieder was verschlossen. Mann, Varric, du hast ja heute richtig viel zu tun. Machen wir, lassen wir dich mal machen. Es gibt wahrscheinlich nur wieder eine Inquisitionsboni Truhe. Ja. Schöppel, ich glaube, du kannst auch diesen, ein Plan, Stufe 3, yes. Also ich glaube, Schöppel, du kannst diesen Schleierfeuer, das kannst du mal loslassen. Hier macht es natürlich nicht automatisch. Und hier ist wieder nichts. Hä, warum leuchtet das denn so? Das ist manchmal ein wenig verwirrend hier, ne? Nee, es sah nur so aus. Ich dachte, hier ist irgendwas fürs Schleierfeuer hier. Mann, immer diese optischen Täuschungen. Na gut, also noch drei Siegel finden, dann geht sie irgendwie zum Grab. Worum es hier so genau ging, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich habe auch richtig schlecht moderiert, glaube ich, die letzte Folge. Das war so, was machen wir hier? Das ist so ein bisschen schlimm. Manchmal weiß man halt nicht, was man sagen soll, weil wir hier gerade erkunden. Ja, was, wie komme ich denn jetzt dahin, verdammte Axt? Ach, hier ist auch noch eine Tür. Ist die unten? Wahrscheinlich, ne? Boah! Bitte nicht runterfallen, ne? Schabbat. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein zweites Stockwerk. Aber das ist ja auch alles so verwirrend gebaut, ne? Man weiß nicht, wo man lang soll. Die Karte hilft einem da jetzt auch nicht so weiter. Ja doch, eigentlich schon müsste sie, aber sie ja mehrere Etagen hat. Also auf dieser Höhe gibt es zwei Sachen. Denn hier unten... Ah, hier unten sind die beiden. Also ja, ich muss auf jeden Fall runter. Ja, dann nehmen wir mal hier die Treppe wieder. Da sind wir auch hergekommen. Jetzt bin ich doch unten. Nee, bin ich auch nicht. Mann! Ich muss noch weiter runter. Ach, hier. Ich verstehe. Widderköpfe und ein fallender Shepard. Mann, ey, ich sollte besser aufpassen, wo ich hinlaufe. Hier ist doch das. Das kleine Fass. Haben wir schon sieben. Jetzt soll hier hinten auch noch eins sein. Das ist keine Wand zum Einreißen. Nee. Schauen wir uns erstmal hier rechts um. Ne? Ich glaube, ich weiß, worum Shepard, oder wofür jetzt Shepard dieses Schleierfeuer gekriegt hat. Es ist ja arschdunkel. Mal wieder. Ah, da ist sie. Da. Ich brauche aber gleich meine Fackel wieder, ne? Kerle. Mir mal eine Mine hier hinkauen. Ja, ich sag's ja, leg dich nicht mit Shepard an. So, die brauchen wir wieder. Entzünde das mal. Entdeckt. Ja, Grab des Marktritters. Uns fehlt aber noch ein Siegel von oben. Also die Tür geht erst auf, wenn wir die Siegel haben, wahrscheinlich. Hier ist auch noch ein Feuerchen. Öffnen. Warte mal, das andere, das ist doch... Hier hinten. Ich komme mal hier gleich zurück. Wir gucken uns erstmal... ja, also wir holen noch das andere Siegel, besser gesagt. Wir gucken uns das da hinten nochmal an. Aber ich will jetzt nicht durch die Tür gehen und, ja, dann nicht können. Gesegnete Gräber. Hier muss das doch irgendwo sein. Was? Gestalten? Ist das die Sonne? Sind das Geister? Da oben die Sonne? Geschändete Wesen? Ich weiß es nicht.
ein Pöser, warte. Na komm doch. Na komm. Ja. Barry schubst mich dann nicht. Wie die immer zu Staub zerfallen oder zu ihren Skeletten. Hier ist auch noch eine Feuerstelle. Ich glaube, die geben einfach nur Feuer. Ich würde es jetzt mal so ganz dreist, würde ich mal ganz prompt behaupten. Wenn der Tori... Ach so, jetzt, hier. Leck mich doch am Arsch. Ist ja unfassbar. Varric, ich brauche wieder deine Griffelhändchen. Irgendwo hier auf jeden Fall. Was ist das? Oh. Epitaphe für die Verlorenen. Na gut, wieder keine Rune. Zerbrechlich und wankend im Dunkel, obwohl unvollkommen, war ihre Stimme ein Labsal. Andrale von din en Nasal an Naste. Ob ich das hier alles entzünden muss und entrunen muss? Ich weiß nicht. Und wo, irgendwo hier ist das... Varric, mach mal auf, bitte. So, mal speichern. Das ist hier so unendlich groß, ne? Schaut's euch an, wie kackdunkel das hier ist. Wie im Arsch einer Kuh. Komm, der letzte. Puh. Betritt Elandrins Kammer. Warte mal, hier ist dann noch mehr. Da. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Ja, machen wir gleich. Das muss Cassie machen. Epitaphe für die Verlorenen. Nichts als Blut und zerfetztes Fleisch. Doch eine Mutter kennt ihr Kind. Soran Falondin Anasal Anaste. Kann mir jetzt mal jemand sagen, was dieses Anasal Ananasse? Danke, Cassie. Ich glaube, wir haben nur einen Rückweg geschaffen. Oh, hier. Noch mehr? Nee, ne? Wir haben es auf jeden Fall aktiviert. Ach, da. Warte, Solus. Ich hab's gesehen. Das sollte die Dämonen fernhalten. Ja. Und wenn du sagst, dann wird das schon stimmen. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwas... Ist da was zu lesen? Aber hier ist auch noch ein Venatori-Pirscher. In weiser Voraussicht. Komm her. Oh, nicht. Pam, pam, pam. Wo ist mein Schleierfeuer? Arthen Teil 2. Ihr fragt, was mit Arthen geschehen ist? Das wissen wir leider nicht. Selbst unsere Behüter des alten Wissens haben keinen Bericht über die tatsächlichen Ereignisse. Es gibt lediglich Aussagen über die Tage vor dem Untergang und der Geschichte über die Ränke der Götter. Die Welt der Menschen veränderte sich noch, während die Elfen schliefen. Clans und Stämme wichen einem mächtigen Reich, das sich Tivinter nannte und aus einem uns bekannten Grund auszog. Elvanan? Ach, Elvanan ist die Elfenstadt, genau, zu erobern. Als sie die große Stadt Arlathan überfielen, zog unser Volk aus Angst vor Krankheiten und dem Verlust der Unsterblichkeit die Flucht vor dem Kampf vor. Das Reich von Tivinter marschierte unterstützt von Magie, Dämonen und sogar Drachen ohne größere Probleme in Arthen ein und zerstörte Wohnhäuser, Emporen und Amphitheater, die Äonen überdauert hatten. Unser Volk wurde versklavt und der Kontakt zu Menschen führte dazu, dass jeder gefangene Elf sterblich wurde. Die Elfen riefen ihre Götter um Hilfe an, doch sie bekamen keine Antwort. Stimmt, ich habe das mal irgendwo gelesen. Die Elfen sollen wohl, ich meine, die wären sehr alt auch noch so, die sollen ziemlich, also damals noch älter, also gewesen worden sein hätten dürfen, ne, über hunderte Millionen Jahre, Millionen, egal. Zur Erklärung, warum die Götter nicht reagierten, wurde uns nur eine Legende überliefert. Sie besagte, dass Fenharel, der Schreckenswolf, genau, und der Herr der Schwindler an die alten Götter von Gut und Böse herangetreten ist und einen Waffenstillstand vorgezogen hat. Die Götter des Guten sollten sich in den Himmel zurückziehen, während die Götter des Bösen, den Schlund der Hölle aufsuchen würden. Beide Gruppen sollten das Gebiet der jeweils anderen nie wieder betreten. Die Götter ahnten nicht, dass Fenharel vorhatte, sie zu hintergehen, und als sie den Plan des Schreckenswolfs durchschauten, waren sie bereits in den Bereichen eingesperrt und konnten nie wieder Kontakt mit der Welt der Sterblichen aufnehmen.
Natürlich ist das nur eine Legende, aber Elfen, die das Jenseits bereist haben, behaupten, dass Fenharel noch heute die Welt der Trümmer durchstreift und dafür sorgt, dass die Götter nicht aus ihren Gefängnissen entkommen könnten. Es wäre mal cool, wenn Solus dazu was sagt. Wie auch immer, jedenfalls ist Ardathan denselben Menschen in der Höhle gefallen, die unser Volk bis dahin lediglich als Plage abgetan hatte. Man sagt, die Magister von Tevinter hätten mit ihren enormen Zerstörungskraft die Erde dazu gebracht, Ardathan als Ganzes zu verschlucken und damit Äonen von angesammelten Wissen, Kultur und Kunst zu vernichten. Alle Weisheiten der Elfen waren nur noch eine Erinnerung. Der Fall von Ardathan erzählt von Gisharel, Hüter des Raffalin-Clans der Dalish-Elfen. Solis, sag doch mal was. Das wäre so klasse, wenn du das auch mal so... wenn du was sagen könntest. Huch. Wo ist denn jetzt diese doofe Tür erstmal? Die ist irgendwo unter uns. Mann, 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 ist das hier ein Gebiet einfach. Man sieht hier nicht durch, ne? Eine Leiche. Verzauberstab, Blitz. Ja. Und hier geht's wieder raus. Ah ja. Smaragdgräber. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben jetzt zwar das Siegel. Also wir können jetzt auch zurückgehen. Wo war das? Hier lang. Mann, Mann, Mann. Ich sag ja, man sieht hier nicht durch. Dann müssen wir jetzt das Grab öffnen. Das war hier lang. Da rum. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, ne? Wo war das? Hilfe! Treppe. Hier ist ja auch noch was. Ach so. Ach, das zeigt mir jetzt nur an, dass ich zum Grab soll. Ja, ist okay. Dann habe ich es verstanden. Dann betreten wir mal die Kammer. Dann haben wir es ja doch schon fast geschafft hier. Ja, jau. Grab des Marktritters. Na gut, dann öffnen wir das. Das ist es. Ich frage mich, was die Elfen hier zurückließen. Das frage ich mich jetzt auch. Boah, ist das riesig. Kathedrale Deluxe hier. Und das ist uns nicht aufgefallen in den Smaragdgräbern. Na Mann, ey. Nehmen, da ist irgendeine Essenz. Hier sind so... Wieso sind die Steine so blau? Es sieht mir irgendwie noch nach einer Falle aus. Ich weiß auch nicht. Mach mal an hier. Shepard. Do it. Mach's jetzt an. Shepard. Na klar, halt's einfach nach unten. Oh. Und dann spawnt Sachen hier. Dann. Oh. Der ist noch nicht tot, oder? Doch. Oh, hier ist auch was. Ja, Feuer geht immer. Lass mich raten, hier ist auch... Ja, hier ist... Oh, das schwebt ja da in der Luft. Das ist hier wirklich ein Rätsel. Und die nächsten spawnen. Naja. Also als Bogenschütze, da kannst du mal gut brennen. Da ist auch noch einer. So ein Wankelmütiger. In your face. Okay, plündern, da haben wir noch was. Ich schätze mal drüben sind auch zwei Schleierfeuer. Das nehmen wir natürlich mal mit. Gibt's hier noch mehr? Das sieht alles so irgendwie nicht elfisch aus hier. Da ist noch eine Kiste. Oh ja. Ja, geh doch ran. Hochwertige Kampfmagier-Kapuze. Klugheit, Magie. Ja. Super. Dankeschön.
Das war jetzt aber, was ist denn auf der Kiste? Ja, das ist ein elfisches Symbol. So, dieses druidenhafte, hm? Leiter. Es geht ja also auch runter ins Gebiet, aber wir werden erstmal die Schleierfeuersachen da entzünden. Schätze ich mal. Ja. Pam. Ich brauch mal den Zauber. Yes. Schabbat, da ist doch der. Autsch. So, jetzt aber. Nehm doch das Schleierfeuer. Okay, die haben Sachen fallen lassen. Wasser. Die Treppen sind einfach zu schwer für Schabbat. So, entzünden wir auch noch das hier? Okay, ein Wiedergänger. Du bist so ein Arsch. Ne, 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 ne. Kein Wiedergänger. Bitte nicht ranziehen. Nein! Oh, der arme Sohn ist. Ich hab's schon gesehen. Krasse Sache. Warte mal. Auf den Wiedergänger. Alle auf den. Was? Oh Gott, so wollte ich. Nee, jetzt runter. Ich habe keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Oh, oh Gott, gleich fast tot hier. Pam! Den Wiedergänger. Die sind so schlimm. Die gab es im Origin-Teil auch. Oh, voll den Hals in der Brust. Okay, warte. Voll den Pfeil in der. Voll den Hals in der Brust. Warte. Nein, voll den Pfeil in der Brust. Solis, du kannst. Oh, du bist ja auch fast tot, ne? Komm, schnell heilen. Und jetzt probier dich mal an Shepard. Okay, der Pfeil ging über meinen Kopf. Ist gut. Wir trinken auch was. Der Wiedergänger, den wird sie nicht alleine schaffen. Boah, der ist halt krass. Okay, dann kümmere ich mich doch mal um die Kleinen hier. Du musst jetzt sterben. Wir haben für deine Feinde nichts übrig. Der Wiedergänger ist schon tot. Hat der Cassie doch noch ganz gut hingekriegt. Ja, er ist tot. Oh, Estwach-Bollwerk 22. Mm, ja, nicht schlecht. Irgendwer kämpft doch da noch. Irgendwas. Ah, guck mal hier, die Platten sind hochgegangen. Deswegen, wenn man runtergefallen wäre oder wäre runtergestiegen, deswegen war die Leiter da. Sag mal, wo ist denn Cassie? Was macht die denn? Okay, was kämpft die denn? Ja, dann mach ihn doch kaputt jetzt. Wie ich einfach noch so bam, bam. Ich sag euch, Schurken, nicht meine Welt. Jetzt ist hier aber eine Decke reingezogen, genau. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das für ein Artefakt ist. Ist hier was? Nö. Ja. Das ist immer cool. Lalala. Das mache ich immer gerne. So, die Schleierfeuer, die haben wir ja alle. Hm, gibt es hier auf der so eine kleine Bonustruhe oder sowas? Ja, ich weiß, ich gehe doch da gleich hin, Freunde. Wir machen das schon. Oh, hier ist auch noch. Wo ist meine. Kannst du dir nochmal eins holen? Ja. Ah, ich habe eine Rune gehört. Epitaphe für die Verlorenen. Zwei erhoben sich an einem Abend. Als einer kämpften. Was? Als einer kämpften sie. Als einer fielen sie. Rin, Ilan, Falodin, Enasal, Ernaste.
Das war's aber, ne? Ja. Kurz auf die Karte gucken. Und was ist da hinten noch? Speichern! Solis! Elandrins Tod. Elandrin, unser Bruder. Fahn und Dien möge dich leiten. Der Erbauer möge dich leiten. Lass die Wahrheit hier begraben sein, damit man deiner nicht als Verräter gedenkt oder unserer Trauer wie ein vorübergehender Schmerz erscheint. Obwohl du geschworen hattest, unserem Volk zu dienen, gab es jene, die dein Herz in Frage stellten. Wer jetzt? Elandrin? Okay. Oh. Warte, ich bin verrutscht. Obwohl, genau. Zu oft hatten wir an unseren Grenzen gegen die Menschen gekämpft, sodass Anfänge der in Vergessenheit gerieten. Gerüchte über eine Entführung kamen auf und wie immer verbreitete ihre Kirchen Lügen. Übereilt und voller Zorn töteten Sionas Schwestern, nur weil sie dem Pfad der Jäger zu nahe kamen. Du hast ihren Körper zu uns zurückgetragen, du hast gemeinsam mit uns getrauert, doch war dein Herz war nicht dort. Siona bettelte um Vergeltung und du wandtest dich ab. Immer öfter bist du ohne ein Wort oder eine Erklärung verschwunden. Als das Flüstern aufkam, du würdest dich ihrem Erbauer verschreiben, fürchteten wir, was kommen würde. Siona versuchte dich zu retten, sie versuchte dich zu uns zurückzuholen. Sie hatte eine Schwester verloren, musste sie da auch noch einen Bruder verlieren? Unter den Bäumen sah sie dich mit einer Frau, deretwegen du dich von uns abgewandt hattest. Der ist also zu den Schemlen, zu den Menschen gegangen. Sie zeigte auf das Dorf und euer beider Blick ruhte auf den Mauern der Kirche. Siona kehrte zu uns zurück. Sie erzählte uns, dass die Menschen dich dazu brächten, dich gegen uns zu wenden. Dass sie deinen Kopf mit Lügen angefüllt hätten und du ihnen als treuer Diener ihres Erbauers unsere Geheimnisse verraten würdest. Als wir uns aufmachten, um dich zu fragen, ob das wahr ist, warst du bereits fort. Also versuchten wir, dich aufzuhalten. Eilig führte Siona ihre Leute zu dem Dorf. Dort wollten wir dich zur Rede stellen. Dort wollten wir dich zu uns zurückholen. Oder Gerechtigkeit üben. Im Dunkel einer mondlosen Nacht sah sie Siona zwischen den Bäumen. Mit einem Schrei auf ihren Lippen und irgendetwas in ihrer Hand rannte sie auf Siona zu. Sionas Pfeil flog ihr entgegen und die Frau fiel. Auf ihren Lippen erstarb der Name Elandrin und aus ihrer Hand fielen Gänseblümchen. Oh, heftig. Wie so das Gedankengut einfach. Das ist so krass, wie die Vorurteile da auch gegeneinander das so ins Extreme führt, ne? Die Männer des Dorfes hatten befürchtet, dass die Mädchen weglaufen wollte und hörten den Schrei. Sie fielen über die Elfen her, waren ihnen jedoch nicht gewachsen. Sionas Eile übertraf die deine. Du knietest unter den Bäumen, an deiner Kleidung klebten blutgetränkte Blütenblätter, die von einer letzten Umarmung zurückgeblieben waren. Als weitere Menschen kamen, wolltest du nicht fort und sie wollten nicht hören. Ihre Pfeile fanden dein Herz und du starbst an ihrer Seite. Wir fanden deinen Körper in dem Fluss, in den sie ihn geworfen hatten. Sie hingegen brachten sie zu ihrer Familie. Das war nicht das Ende, doch deine Rolle in der Geschichte ist vorbei. Ruhe nun als unser geehrter Bruder, mit einem Kranz aus Gänseblümchen auf deiner Stirn und dem Brief, den sie bei sich hatte. In deine Hand. Wer immer dich leidet und wer immer sie leidet, mögen sich eure Seelen im Jenseits wieder treffen. Auf dem Brief finden sich verblasste Blutflecken. Andalene, was interessieren mich Götter, die ich nie gesehen habe, oder einer Bauer, den ich nicht kenne? Sollen sich andere mit derart erhabenen Dingen beschäftigen? Ich kenne nur dieses Leben, habe nur diese Welt gesehen und interessiere mich nur für dich. Für dich. Vielleicht zweifelt deine Priesterin ja an der Aufrichtigkeit unzivilisierter Elfen. Wenn sie hören will, dass ich dem Erbauer folgen werde, gut, ich werde es sagen. Mein Leben wird sich dadurch nicht ändern. Euer Gott greift ebenso wenig in unsere Leben ein, wie unsere Götter es tun. Ich werde in 2 Wochen zu dir zurückkehren. Bis dahin wird sich mein Herz nach dir sehen, bevor es anschließend auf ewig bei dir sein wird, Elandrin. Jetzt werden hier die zwei Geschichten aus 2 Perspektiven gezeigt. Das ist so eine richtige Romy und Julia-Geschichte. 2 Liebende, die aus Todesfeindhausen kommen, also aus den Häusern. Und Shemlen und. Das ist ein Bericht über Rotkreuz. Der Angriff der Elfen auf die Stadt war der Auslöser für den erhabenen Marsch gegen die Dales. Liebe war der Auslöser. Das würde die Dalisch gewiss interessieren. Die Kirche würde sich für den Bericht sicher auch interessieren.
Das ist doch heftig. Also, wie kann man... Das verstehe ich dann immer nicht, ne? Lass doch die Leute so leben, wie sie möchten. Liebe ist Liebe, egal ob Mann, Frau, 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 Mann, Frau, ist Mann, Frau, Frau. Es ist völlig egal. Es ist einfach nur Liebe und egal ob elf. Es ist so... Oh Mann, ich kann da immer nur mit der Schulter zucken. Das macht einen so richtig traurig. Es ist doch völlig egal, ja. Die Smaragdritter weint um die Vergangenheit. Sie wird uns alle holen, denn hier ruhen unsere jüngst erschlagenen Retter. Und andere liegen erreichbar, unerreichbar für uns. So erinnern wir uns. Lasst den wahren Namen verbrennen und betretet Hanin, den Ort, wo aller Ruhm endet. Andrale, deren Lied uns beseelt. Soran mit dem Bogen in der Hand. Siona, die die Brücke hielt. Siona, von der haben wir gerade gelesen. Talim, der das Kind rettete. Rin, der sie außer Gefahr brachte. Ilan, der Wache hielt. Elandrin, den wir verrieten. Den wir. Ah. Das ist jetzt wieder die Smaragdgräber halt aus der Sicht der Menschen. Oh Mann, ist das eine Geschichte. Unter diesem Namen befindet sich ein freier Bereich, so als hätte dort noch weiter eingraviert werden sollen. Ja, so eine richtig klassische Romeo und Julia-Geschichte so ein bisschen. Sind wir hier jetzt echt durch? Anscheinend, ne? Jetzt wollte ich da hinten noch einmal schauen. Boah, das war jetzt langer Text, lange geredet. Ne, hier ist alles zu. Gut, dann müssen wir jetzt hier nur noch raus. Aber schöner Altar, wenn man es so sieht, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Also draußen ist jetzt noch diese eine verschlossene Tür. Müssen wir mal schauen, wie wir da irgendwie runterkommen. Also die würde ich noch mitnehmen und dann ist ja auch schon die Folge vorbei. Aber wir haben dieses elfische Artefakt und die Smaragdgräber damit abgeschlossen. So, jetzt... Achso, da geht's raus. Genau, wo ist denn diese eine komische Tür? Da muss man... Müssen wir nach oben. Ist doch hier richtig, ne? Ja. Ob es hier irgendwie noch ein Hintergrundrätsel gibt mit diesen ganzen Schleierfeuern? Das wäre mal... Wäre mir ja mal eine Idee. So, irgendwo hier hinten. Hier waren wir schon, aber unten ist das... Ne, hier geht's nicht lang. Da geht's raus. Sag mal, wo ist denn diese blöde Tür? Kann ich die mir irgendwie markieren? Ja, da hinten ist sie ja nicht. Das haben wir aufgebrochen. Wir sind hier rein, haben das aufgebrochen. Unter uns, das ist wahrscheinlich Stockwerke unter uns. Dann lasse ich das jetzt doch mal. Hier ging es noch weiter. Ich glaube, das waren aber nur Sackgassen. Gut, denn wir gehen jetzt einfach mal raus, ne? Smaragdgräber, ich werde euch dann, glaube ich, hier schon rauswerfen, weil ihr müsst ja jetzt die Ladezeit nicht unbedingt mitmachen. Denn ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition hier wieder. Und ich sage dann einfach mal bis dann und tschüss mit Öl.